Vielleicht solltest du erstmal hingehen. Nein, ich will halt wissen, was ich brauche. So, was du dann in diesem Nest anwenden sollst, oder wie? Ja, im Prinzip wollen die Viecher, diese Vögel da drinnen was haben. Hm. Von uns. Auf jeden Fall Jauchoküchlein. Die könnten das dann Dämonen-Titanit geben. Die tauschen halt. Und beim ersten gibt es halt eine bestimmte Reihenfolge, in der die halt tauschen. Und das klingt ja schon wesentlich besser. So, gehe ich jetzt erst zum Leuchtfeuer oder gehe ich gleich zu Gwendolyn runter? Ich kann gleich zum Leuchtfeuer. Ich gehe. Obwohl. Kommt. Dann sind die bestimmt auch als Händler markiert, oder? Vielleicht, ja. Muss mal gucken. Snuggly the Crow klingt schon mal gut. Ja, Snuggly ist auch gut. Ja, das ist doch. Drop Items, one more, da. Man soll nur eins reinwerfen, sonst verliert man Items. Hm, ja, auf jeden Fall. Man kann halt nur einmal Sachen reinmachen. Das war mit Absicht. Selbst bekommst du das Twintel-Titanit. Wir müssen da richtig viel reinhauen, bis wir da Dämonen-Titanit bekommen. Mhm. Oder können wir da einfach ein Item reinpacken und er gibt uns das entsprechende Gegenstück? Das könnte sein, ja. Hm. Ja, dann bräuchten wir bloß den Prison Stone. Prison Stone haben wir, glaube ich. Gibt's mehrere von. Sonst bräuchten wir Blood Red Moos, also Moosklumpen, Liedermoosklumpen, bla bla bla, pinke Moosklumpen. Davon haben wir ganz viele. Einen komischen rotes Auge, ein Orb halt. Mhm. Irgendeinen, hier ein Pendant, das ist doch so ein Armband oder eine Halskette oder sowas. Hm. Also ich glaube, wir haben alles, oder? Hier ist auch eine Pyromance Flame, also so eine. Echt, die kann man auch rein tun? Ja. Also das Ding hatten wir doch. Ja klar. Eine Pyromantieflamme, weil wir halt keine Ruhe im Team machen, brauchen wir die eigentlich nicht. Dafür bekommst du einen roten Titanit-Chunk. Ja, Titanit-Chunk. Ich weiß gar nicht, wofür man die. Oh, der hat hier noch zwei Wachen. Oder sieht das nur aus wie Wachen? Oder sind das Leute, die man beschwören kann? Nee, das sind. Von dem untoten, von der untoten Frau da in den Kanalisationen konnten wir uns das kaufen. Das ist für diesen Prison Stone. Ich glaube, das haben wir damals auch gemacht, oder? Nee, haben wir nicht. So, jetzt kämpfen wir gegen Gwendolyn. Heretic. Oh, wo bist du denn jetzt lang gegangen? Das sag ich dir gleich. First thou offendest the Godmother, and now thou see fit to trample upon the tomb of the great lord. I am the dark sun, Gwendolyn. Let the atonement for our enemies commence. Ach ja, klar, du hast jetzt bist an der Statue lang, die da genau. Früher war. Schade, ich hab's nicht gesehen. Sie sieht natürlich genauso aus wie die Statue, oder? Ich hab keine Ahnung, ich kenne da hinten ist er. Die Statue hat da auch so schlangenmäßiges Zeug unten oder Tentakel. Er scheint es da zu sein. Ey, damit habe ich nicht gerechnet. Kannst du das mal lassen? Ich muss halt richtig gucken. Du Genie. Kannst du nicht mal richtig gucken? Tja, ich würde sagen, da liegen 17.000 Seelen. Ja, liegen sie. Die liegen da echt gut. Mhm, finde ich auch. Da. Naja, immerhin liegen da keine 27.000 Seelen. Das wäre doof. Mhm. Wenn man die verlieren würde. Wieso bin ich jetzt wieder hier oben? Also weit bist du doch gar nicht weg, oder? Ja, nicht, aber trotzdem. Jetzt muss ich erst da runter, dann die Sache wieder hochholen. Hier die, dann muss ich wieder runterfahren. Ach, Anolando ist kaputt, ey. Und das ist kaputt. Ja, ist richtig. Ich war nicht der geschossen hat. Obwohl, wir haben beide zusammen geschossen. Ja. Aber... ich find's gut, dass wir geschossen haben. Muss ich sagen. Warte mal.
Ich will halt wissen, wie weit unser Fortschritt beim Laden fertig war. Mhm. Wenn es fertig geladen ist, dann kannst du das Kabel rausmachen. Komm, es reicht, wenn du es vom Controller rausmachst. Ist doch alles okay. Ja, ich sag's bloß, es hätte auch gereicht, wenn du einfach nur im Controller das Kabel rausgemacht hast. Hab ich doch. Ich hab's an beiden Seiten jetzt rausgemacht. Deswegen. Dann können wir aber jetzt wieder abwechselnd spielen. Ja. Dann läuft's ja mal wieder. Nee, oder? Nee, oder? Das ist nicht dein fucking Ernst. Hier gibt's keinen Hebel, ne? Da hat sich jemand festgehilt. Nee, auf der Seite gibt's keinen Hebel. Ja. Ja, dann müssen wir wohl oder übel durch die Kathedrale, oder? Ja. Jedes Mal durch die verkackte Kathedrale zu latschen. Kannst du nicht einfach das andere Leuchtfeuer anfachen da drüben? Nope, weil die Feuerhydrin tot ist. Dann geht jetzt gar nicht mehr, oder was? Jo. Was, wenn wir neue Leuchtfeuer finden? Dann spawnen wir immer hier, oder? Spawnen immer an demselben Leuchtfeuer. Das ganze Spiel über jetzt. Nein, nur in Anor-Londo. So, aber in den anderen kann man jetzt immer noch. Ja, natürlich. Wie gesagt, nur Anor-Londo ist kaputt. Aber ganz schön inkonsequent, oder? Ich meine, die Frau ist tot. Hä, wie jetzt? Ich bin jetzt immer noch verwirrt. Naja, wenn die Frau jetzt tot... Warum ist das nur in Anor-Londo so? Ich meine, die Frau ist jetzt tot. Also welche eigentlich sollte es doch die Feuerhüterin. Ja, die ist... Die am Feuerband schreien ist auch tot. Es gibt mehrere? Ja. Achso, ich dachte, es gibt nur eine. Kilaks Schwester ist auch eine Feuerhüterin. Achso. Ey, ihr seid ja auch noch da. Na gut, ihr seid die Gemäldewächter. Ihr seid nochmal eine extra Kategorie von Arschlöchern. Ja, jetzt darfst du ja nochmal oben lang, oder? Eigentlich schon. Wieso habe ich den eben mit einem Schlag gemacht und diesmal nicht? Vielleicht gab es keinen kritischen Schaden. Hm. Ja, und dann auch noch im Dunkeln. Hä? Perfekter Treffer. Hä? Tja. Hitbox der Leiter, ahu. Das ist ja super. Das ist echt schwach. Okay. Hat er sich da gerade gekratzt am Rücken? Das, zum Tag. Das sah ein bisschen so aus. So, zwei sind noch da. Spiel sich unfair. Ja, da kann ich nichts hinzufügen. Das Gwendolyn. So stark ist, hätte ich nicht gedacht. Aber ich wette, wenn du einmal da bist, dann ist es kein Problem. Der kann halt nur keinen Kampf. Wette ich. Daran merken wir uns diese Aussage noch für später. Die würde ich gerne aufbewahren in einer kleinen Truhe. Diese Aussage. Na gut, bei Dark Souls ist es ja auch nichts Außergewöhnliches, dass man das erste Mal, wenn man gegen irgendeinen Gegner kämpft, sofort stirbt. Ja. Wenn man nicht weiß, wie er funktioniert. Ja, das Übliche, unterschätzt niemanden. Ich habe ihn nicht unterschätzt. Ich habe bloß nicht damit gerechnet, dass diese Pfeile so viel... Ja, ich habe ihn unterschätzt ein bisschen. Du bist kein One-Hit-Wonder, denk dran. Er hat ein perfektes Gleichgewicht erreicht und baumelt mit den Beinen. Hui! Baumelt mit den Beinen. Ich bin ein Assassine! Theoretisch könnte sie jetzt schon nach rechts springen. Theoretisch könnte ich auch einfach nur ganz in Ruhe darüber gehen. Das nichts von meinen Sprungtechniken aus Inko gelernt, die ziemlich oft zum Erfolg geführt haben, muss man sagen. Das ist ja auch alles schön und gut. Und wir wissen ja auch alle, dass sich From Software sehr bei Inko das Sprungsystem abgeschaut hat. Ach, da ist der. Das war wirklich sehr inspirierend für dieses Spiel. Das ziehen wir mal noch so ein. Also, ein bisschen deutsche Geschichte. Nee, deutsche Geschichte muss jetzt nicht sein, meiner Meinung nach. Ich kann auch Englische erzählen. Ey, willst du mich verarschen? Na, da kannst du ja wohl noch springen. Ich glaube, der hält halt einfach für mehrere Leute. Da hat jemand unten einen Schalter noch gedrückt. Mistkerle. Geister.
muss es hier so dunkel sein? Ach ja, das war ja ich. Wer hat das Licht ausgemacht? Ich finde halt geil, dass es halt auch so aussehen kann. Ja. Ich wusste jetzt von den Konsequenzen. Ich wette, es gibt auch Spieler, die haben damit überhaupt nicht gerechnet, dass wenn sie die Tante da abschießen. Es gibt wahrscheinlich auch Spieler, die gar nicht in Erwägung gezogen haben, sie zu töten. Ja. Ich meine, sie hatte dicke Mappies. Verdammt. Ich meine, wir sind böse Menschen. Durchaus, durchaus. Denn wir spielen auch ein Nesco. Ja. Kann das jetzt jedes Mal diesen Weg laufen dürfen, ne? Hm. Oh, sag's ruhig noch ein bisschen öfters. Komm mal. Wir dürfen den Weg jetzt jedes Mal laufen, ne? Hm. Aber, wenn sich in Anodoro halt jetzt nicht dem Leuchtfeuer gemerkt werden, sondern man immer von einem... Warte mal, ich muss mal ganz kurz in die bodenlose Kiste gucken, ob da irgendwas drin ist. Oh, hier ist ja gar kein Boden. Das ist ja wie bei Gothic 3 damals. Die hatten auch keinen Boden. Kisten, ja. Da war einfach nur Gras in der Kiste. Ja. Jetzt nicht das, was ihr denkt. In Gothic könnte das echt sein, dass da... Ja. Die haben ja immer irgendwas geraucht im Gothic. Mhm. Jetzt noch das Lager der Sektenspinner aus dem ersten Teil. Ich habe das Spiel noch nie angefasst. Und wieder mal bist du ein Stück schlechter geworden. Auf menschlicher Seite. Weil ich noch nie Gothic gespielt habe? Ja. Gut, das behaupte ich jetzt einfach mal so. Denk dran, denk an deine Ausweichtechnik. Links, rechts, Rolle, links, rechts, Rolle. Oben, unten, links, rechts, oben, unten. Ah ja, die wird das Spiel bestimmt bis zum Ende des Gangs durchziehen. Wollte ich nur mal erwähnen und... Oh, das tut weh, 17.000 Seelen. Wo war deine Rolle, als wir sie gebraucht haben? Willst du jetzt mal? Natürlich. Katharina Helm. Muss jetzt eh wieder da oben langlatschen. Ja, das hast du, glaube ich, mal nebensächlich erwähnt. Einmal, ganz kurz. Ich finde, du hast so viel Glück und spawnst neben euch. Ich hatte schon mal so viel Glück zu spawnen, da hast du recht. Ja. So. Vor allem, dass man jetzt jedes Mal durch die Kathedrale muss. Ja. Jedes Mal. Jetzt wird das Spiel wenigstens seinem Namen gerecht und es ist dunkel. Mhm. Wir waren doch schon in relativ vielen dunklen Gebieten. Aber so ein helles Gebiet passt doch gar nicht zu Dark Souls. Ich fand das eigentlich ziemlich geil. War es auch. Aber so dunkel ist es jetzt auch nicht schlecht, ne? Ist halt schon ein bisschen tot. Ich find's cool, dass fast niemand da ist. Das ist echt gut. Also. Bis auch in der Kathedrale. Ja, nicht Assassinen. Ich meinte das jetzt tatsächlich atmosphärisch gesehen, ist das cool. Dass man da so konsequent ist. Ja. Kennst du Konsequentin? Was? Konsequentin, der hat mal Filme gemacht. Oh, du wolltest mir doch noch Filme geben. Merke ich gerade. Vielleicht. Aber na gut, heute muss ich. Ja, das ist die typische Dark Souls-Steuerung. Die mag mich nicht, ich mag sie nicht, wir mögen uns nicht. Und trotzdem kommen die miteinander aus, wie ein altes Ehepaar. Es ist eher so eine Hassliebe, ja. Ja. Versuchst du es echt dasselbe wie ich? Das war eigentlich bloß eine Schnapsidee von mir. Ja. Können wir ja mal machen. Ist das den Hintern getroffen, was? Nee. Die Hitbox ist schon mal auf demselben Stand, ja. Hui. Ist ja super. Wahrscheinlich werde ich gleich runterfallen. Ich hätte auch was geschafft. Nee. Also steht einfach dabei oben. Mhm. Oder töte ihn einfach. Ist mir jetzt nicht so einfach. Sagt er und fiel runter. Oh mein Gott. Lass mal wieder richtig hinsetzen. Jetzt mach ich mal wieder. Jetzt mach ich mal wieder. Selben Fehler und dann stoppst du gegen Onstein und Smough. Jetzt falle ich runter, weil ich nicht mehr in absolutem Gleichgewicht bin wie eben. Nee, jetzt kommt Smough von oben runtergefallen und lässt die gesamte Konstruktion da oben einbrechen. Wer Smough? Das war ein bisschen groß. Ja, reicht doch. Wie viele Smoughs braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Gar keine, er macht sein eigenes Feuer. Ja, das war nicht mal ein Witz, das war einfach nur eine Aussage. Ja, eine Feststellung, schon. Eine Tatsache. Ja, eigentlich schon. Smough, ne? Halt.